Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Die 2, Viertel nach 3. Es ist Eilerlei. Ach nee, komm, kannst du dir nicht wenigstens vorher kurz überlegen, was du sagen willst? Und dann fängst du, es ist... Ja. Ja. Irgendwas mit Einerlei, was du auch... Dann, also, würde ich da reinschlagen in den Typen. So, Folge ist an. Flint. Freue mich sehr. Oh, da ist aber nicht on fire, oder abgerutscht. Nicht? Da ist er abgerutscht um 50. Nee, 7. Nee, warte mal. Wie wirst du? 53 Schaden hast du gemacht. Echt? Mit einem Schlag. Schieß mal. Was soll ich wirklich? Kann doch nicht kaputt gehen, oder? Ist auf 47 runter. Oha, von 160? Von 160 knapp, ja. Und auf 159. Guck mal, wie doll der kaputt ist. Der Helm. Ist er? Achso, der Helm, ja, du hast recht. Hat er natürlich hat er nicht. Das ist hat ja klar. Nee. Nichts? Echt? Ja, also ein Pitzel halt. Jetzt das ist krass, okay. Da muss ich vielleicht verstehe. Mal nachreparieren, um zu sehen, aber. So. Also es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie der Schädel leuchtet. Brummt. Ich mag das Geräusch. Welches? Achso, du hast das sogar nicht von außen gehört. Das Medipack, was mir rein. Die. Nee. Nee, ein geiler Sound. Gehört. Ei, steht da hier oben. Vaterkopf. Hier haben wir ihn. Das ist meine Entdeckung für heute. Ich bin aufs Moped gespannt, die Zuschauer auch. Komm, ich lasse jetzt nicht zappeln. Das war ja wirklich. Lass mal raus. Hier präsentieren wir es im Licht, wa? Gut, dass es was nachts gemacht haben. Lass ihn raus, Johnny. Soll ich? Echt? Hier? Flump. Nein, das Motorrad. Johnny macht deinen Johnny Flump. Ja. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, kann ja, sein? Natürlich. Flump. Ja, die sieht doch mal cool aus. Wo ist sie denn? Die kippt gerade hier um. Oh, hallo. Hallo, Schwester. Guck mal, hier schon der Krümmer blau gefahren. Der glüht nach noch, Alter. Ja, setz dich mal drauf. Achso, ich hole Benzin. Ist ja nicht drin. Warte mal, hast du den Jeep ausgeladen gehabt? Ja. Und ist der Sprit also oder hast du ihn eingesteckt? Nee. Nee, ich hab keinen bei. So, 4000 Sprit wird das Ding hoffentlich voll tanken. Jo, 1800. Okay. Klingt wie kleine Moped. Mal gucken. Wuhu. Oh, das sah aber schon gut aus. Oha. Da flitzt das er ist weg. Es. Alter. Das ist es. Warte, mach auf, warte mal, vielleicht geht's noch und. Bam. Mach zu, bin da. Ja, mach da liegen. Au, au, da stand ein Jeep im Weg. Du solltest jetzt langsam irgendwie dich. Entfernen nach den 10 Sekunden, oh. Oder? Ich ja, geh mal wieder einkriegen. Bitte fahr das mal. Lampe an, was denn? Das ist eine Nummer. Ja? Hier, fahr mal. So, du bist noch am. Ja, ich hab noch eine. Alter, was geht das Ding ab? Das ist genauso wie in der Mod. Also wie in einem Modpack, was ich gespielt habe. Sehr gut. Das ist meins. Will noch eins. Gib mal Gas. Oh. Ach, Gib Oha. Mal Gas. Oha. 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 Ne? Lenkt sich aber auch schwer. Echt? Boah, ja. Naja, nicht schwer, sondern kommt zu spät. Und dann ist schon... Geht schon, ne? Oha. Jo. Hüpf. Ich bin übers Loch gesprungen. Ja. Ist besser, als wenn du fliegst. Das Ding geht ja richtig ab, Alter. Ja, und das ist... Ich hab die damals in der Modpack, durfte ich mal so ein Ding fahren und... Krass, cool. Ne? Hat sich gelohnt. Definitiv. Ja. Den kuscheln sie gleich. Oh, nicht, dass das hier irgendwie so eine Implosion gibt später. Dass sie sich unfreiwillig paaren, die beiden, und es ja, kommt genau. Ein Großchopper raus. Großchopper? Keine Ahnung. Enduro. Nee, dass die, weiß nicht, dann explodieren die oder so. Ach so, du meinst bugmäßig. Ja. Ja, aber das ist schon krass, das Ding, oder? Und vor allem, es geht Absolut. Halt auch über Stock und Stein. Schönes Modell auch, finde ich.
Ja, schön gemacht. Ne? Also ich habe leider. Der ist ja sogar, das würde ich ja fast als Hardy bezeichnen, ne? Das ist ja, ja alles. Ja, guck mal, guck dir mal die Gaszug und Bremse und so weiter an. Da ist ja richtig die Applikation. Das ist echt schön. Gut gemacht. Hier, Fun Pimps. Mach mal nach. Geh mal, wie es geht. Mach mal gut. Ich meine, die ist jetzt nicht so, die ist nicht so rusty, weißt du, und nicht so Endzeit wie das Originale, aber das kann man ja ändern, ne? Da kann man ja an Texturen rumspielen. Muss ja keine Hightech, cleane Maschine sein, aber. Wäre sowieso geil, wenn es ein bisschen mehr auch Skins gäbe für. Gerade für Fahrzeuge. Ja, Modelle einfach. Gleiches Material, nur anders aussehen, fertig. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, Fun Pimps. Warum keine DLCs mit Skins, weißt du? Also. Hast du hier sehen? Jo. Der Hund ist gehupst. Oh, da kommt noch einer. Oh, fuck. Oh. Kopflos durch die Nacht, sage ich da nur. Nee, warum nicht? Ich meine, wenn einer Bock hat, sollen sie doch irgendwie ein Supporter-Pack raushauen, wo so ein paar schicke Skins designen. Ich meine, da muss doch einer im Team sein, der das hinkriegt. Dass man da einfach mal. Ja. Ne, ein bisschen hingeht. Das kann ja nicht so schwer sein. Leicht verdientes Geld und die Leute freuen sich. Wollen wir noch eine Quest machen? Wollen wir noch eine Quest machen, ja. Ah, haben wir darüber gesprochen? Servereinstellungen, wir sind bei 6 Minuten, stimmt. Keiner weiß davon. Sind krass eingestellt jetzt. Genau, wir haben Zombie-Spawn extrem erhöht in der Horde-Nacht. Also auch von, was war das, 16 oder? Ja, von 16 auf 32. 16 auf 32. Wir haben die Schwierigkeitsgrad nochmal höher. Und wir haben die Zombies allgemein auf Jog gestellt, genau, dass sie nicht mehr langsam pirschen. Genau. Jo. Was wir noch brauchen? Was brauchst du jetzt noch, um noch einen Bock zu machen? Noch so einen Bock zu machen? Achso, glaube ich Arsch, weiter. Ich glaube nicht weiter, aber gib mir eine Sekunde. Ich habe aber die anderen Mutterer danach getankt. Ja, wieso? Was kann ich aber langfristig noch brauche. Kann ich nicht tanken? Wen? Oder ist sie voll? Die ist voll, deswegen. Was ich langfristig brauche, ist noch mehr Gunpowder, mein Freund. Gunpowder ist schon wieder ein Thema. Haben wir schon wieder keine Kohle und Potassium? Wir haben 600 Kohle und kein Potassium mehr. Ah, ja. Okay. Also eigentlich ist es ein Nichts, ja. Aber wir sollten ruhig mal eine Quest machen, vielleicht kriegen wir ja noch einen Orga. Und warte mal, mir hat jemand gesagt. Und Zement müssen wir ansetzen. Wir sollten hier dieses Better Barker oder sowas. Ja, damit wir die hochleveligen Quests kriegen vom Händler. Ja, genau. Wo ist denn das jetzt, Mann? Better Barker? Kasmic Starving Adventure. Das ist oben. Ne, ist Lucky Looter. Oder ist es The Darwin Adventure? Nee, so ein Händler-Ding war das. Es ist halt das Problem, dass man es nie skillt und dieses Interface halt auch nicht gerade familiar. Ja, ja, das. Familiar, was ist denn mit mir los? Irgendwie bekannt vor aussieht. Irgendwo war das war sowas mit so einem Handelssymbol. Lucky Treasure Salvage. Animal, The Infiltrator, Lockpicking. Better Barker ganz unten, dritte von links. Ah ja, Handel, genau. Machen wir mal einen Punkt drauf. Wobei, den Punkt hätte ich mir sparen können. Was ist denn die nächste Quest? Ich teile nochmal durch. Better Barker, da kriegst du nur mehr für deinen Scheiß. Es ist schon Darwin Adventure. Wohin? Da. Das und das. Und hast du noch eine? Ich hab, ja, die, genau. Wir sind ja beide raus. Hier vier in, ja, dann machen wir deine, ne? Ich hätte die nahe gesagt. Ja. Die 213. Von hier aus, bei mir. 213? Ach so, die denn wahrscheinlich. Patch and Clear, oder was? Mhm. Store Clothing. Jo. Clothing. Dann machen wir die. Oh, Hunde. Wieder Hunde, Mensch, was ist denn los? Aber ich muss mir noch auspacken, da tut mir leid. Ich bin unvorbereitet. Wieso habe ich 2300 Schäkel in der Tasche? Weiß auch keiner. Weißsam und. Was ist noch? Munition bei der netten Nummer. Und hier ist immer noch ein Potato Seed drin. Also du kümmerst dich auch null um die Sachen, die du machen sollst. Ne? Was denn? Pflanzen? Der Garten ist voll. Den muss man nur ernten. Mehr muss man nicht mehr machen. Ach so. Naja, dann bleibt die Aussage. Du kümmerst dich ja null.
Um die prinzipiell ist das richtig, aber die können jetzt gewachsen sein. Das war ja, ist ja schon ein bisschen her. Ach so, na klar. Da kann man sich natürlich irgendwie ein Stück weit. Ja, ist fertig. Sehr geil. Ach, das ist ja komisch. Eben war es noch nicht fertig. Ich habe eben erst geguckt. Ja. Willst du mich des Lügens bezichtigen? Nee, der Faulheit. Da kommen wir zusammen. Das finde ich jetzt zwar gemein, aber gut. Muss ja ins das schnelle Motorradprobe fahren. Wie im wahren Leben, wie in einer guten Ehe. Na, stimmt. Hab dich auch dir erlaubt, dich abzulenken. Oh Gott, was für ein Regen. Oh Mann. Ja, hast du es jetzt gerade selbst gemerkt, als du es ausgespeichert hast, ne? Oh, crawling. Da habe ich ein bisschen früh drauf geschlagen. Huch, da habe ich doch was entfernt. Ah, toll. Am besten jetzt auch noch eine Kartoffel. Nee, niemals. Es war eine Kartoffel. So, ist jetzt fertig. Meine Fresse. So, nichts passiert. Warum haben wir eigentlich keinen roten Tee? Du machst doch keinen roten Tee, wa? Mal immer die anderen bebüten. So, Kartoffeln, Hähne und ein bisschen Mais haben wir. Immer noch mehr essen. Was war's? Fleisch, Fett und was hat war noch die letzte Zutat? Kartoffeln, Mais, Fleisch, Fett und Wasser. Gut. Sieht erstmal nach was aus. Mal kurz Wasser holen eigentlich. Ja, Kartoffeln ist das Problem. Ich glaube. Hier ist gerade ein Zombie. Es spawnt einfach. Wo? Willkürlich, sagt er. Vor der Tür. Weg. So, wollen wir hier alles raus? War alles raus. Zement. Mit Sand. Benzin. Stein hast du komplett verbrannt, ne? Richtig? Ja. Yo. Ja, hier sind sie doch. Dann kann ich mir doch hier einen Satz klauen. So, da würden 14,40 gehen. Da machen wir, keine Ahnung. Gut. Noch auspacken. Gut. So, wie sind denn hier? 5 Steine, da war er schon wieder weg. Hier rechts war der. Dann 1200 Beton. Stimmt, eine Forge könnten wir noch reinmachen. Oder? So eine Turbo-Forge. Nee, einfach eine Forge, die... Ja klar, können wir noch mehrere Forges machen für mehr Zement. Aber ich find's irgendwie cooler, wenn wir einfach... Wenn wir nicht 5 Millionen Werkbänke hätten, die man bedient. Ach so. Ja, das stimmt wohl. Sondern lieber eine Turbo-Schmelze oder so. Schönes Licht, ne? Schöne Lichteffekte. Was ist denn hier für ein Lichteffekt? Ja, ich habe doch hier 3 Lampen angebracht extra. Achso, ja. Du hast die Doppelleuchte an. Bei dir ist wahrscheinlich alles weiß. Nee, ist alles gut. Achso, ja. Mit aus? Im Garten nochmal Licht machen? Das wäre doch lustig. Ey, wir sind wie in so einer Ehe, gell? Der Mann sitzt den Partner. Ja, genau. Und du machst. Oder der Mann ist irgendwie schwierig, aber... Die Frau, können wir in der Mitte eine Säule setzen hier? Das ist zentral. Ich setze Woodframes und setze einfach außen welche. Ja, ich habe. Habe ich gerade geholt oder hast du welche bei? Ich habe. Hast du auch aufwertbares? Ja, müsste ich. Glaube ich. Genau, so ist aufwerten. Achso, mit der Rutsche geht es ja nicht, ne? Mit der kannst du nicht aufbauen. Oder? Nee, mit der Gatsche nicht. Nee, Rutsche. Mit der Ratsche. Also, oh ja. Wo ist das Ding jetzt? Verdammt. Aber mit einer normalen kann ich doch aufwerten, oder nicht? Mit einer normalen Ratsche kann man was? Nee, baust du ab. Kannst du nicht mehr. Wechsel ich. Ging aber mal, oder? Nicht, dass das jetzt war früher so, absolut. Ja. Du hast jetzt hier doch nichts gebaut? Ja, doch. Ich bin noch da. Doch gerade nur die Nagelpistole geholt. So, genau da. Ah, super. Das läuft.
Noch höher oder nicht? Sieht man einfach. Okay. Da ist doch blöd. Ja, dann mach. Nee, außen dran jetzt. Na klar, so. Genau. Jetzt verkabeln. Du bist darüber? Ja, klar. Und oben drauf müssen Verteiler sein. Oder, oh Gott. Oder. Bungee Jumping am Elektrokabel. Hä? Jetzt aus. Jetzt ist das geschafft, oder ist der Generator aus? Der jetzt, in dem Moment geht er leer, oder was? Ich bringe Benzin mit. Ja, nee, ich hab. Ich hatte doch. Ich bringe Benzin. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch einen Motor. Das in den Generator einbauen. Noch ein extra Motor sozusagen für mehr Energie. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was. Der lief auch die ganze Zeit komplett. Von daher. Ja, jetzt einbauen. 45 Max Output. Nee, also tatsächlich hätte ich jetzt das egal. Aber das ist gut. Das Kabel ist dann anders auf dem Verteiler noch, oder nicht? Wieso? Ich hab doch jetzt hier so, hab ich das gemacht, hier. Bei mir bist du verbunden noch mit dem Kabel. Achso, nee, bin ich nicht mehr. Echt? Jetzt? Nee, immer noch. Ja, geil. Nimm mal das Wire-Tool in die Hand. Hab ich. Klick mal links oder so. Hm. Ja, komisch. Du höchstens jetzt so mal. Jetzt weg? Nee, ist immer dauerhaft. Ist egal, hast halt ein Kabel. Jack an der Nabelschnur, bleib mal so. Okay, das ist cool. Fällt mir gut. Ja, du hast permanent das Kabel so in der Hand irgendwie. Du hast auch, na gut, jetzt hast du ja noch das Wire-Tool in der Hand. Ja genau, und mach mal so. Weil du hast dann die Schrotze mit dem Kabel dran. Alles klar. Aber wie schön, dass hier oben Licht leuchtet. Da wachsen die Pflanzen besser. Müssen wir noch einen Lautsprecher hinstellen. Und oben Verteiler, dass man noch zwei weitere Birnen anschließt, oder? Die kannst du in Reihe schalten, scheinbar. Ah, okay. Also die von Birne zu Birne. Was ja logisch wäre. Birne zu Birne. So. Schade, dass nämlich, dass man keine Kohle herstellen kann. Das wäre eine Nummer. Weißt du, so Holz verbrennen zu Kohle. Das Dirtbike ist die ganze Zeit am Dirt machen. Gut. Machen wir eine Quest, komm. Auch immer so. Munition ist da, Trinken ist da, ich bin satt. Perfekt. Die. Wildste Meer. Alles klar. Achso, was essen? Wir haben noch eine Nummer. Oh, losziehen. Wir haben schon wieder 18 Minuten nur verbuselt. Ja, nur verbuselt wieder. Mann. Kotz mir an. Dabei kannst du nicht mehr gucken. Ich finde schon. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass alles ein bisschen langsamer ist. Fahr mal ruhig mit deinem Dirtbike. Ich würde ja mit denen fahren, ja. Okay. Er springt einfach runter. Ja klar. Also im Auto. Hinter dir ist ein Hund. Eine Tanke. Macht ja nichts. Wollt's nur sagen. Munition bräuchte ich. Das Kabel fährt mit. Tja, in der Apokalypse hast du halt beim E-Auto ist halt eine andere Nummer. Mal gucken, wie lange das Kabel reicht. Du hast Kabel muss dabei sein. Der zieht permanent Kabel in sich her. Ist ja auch geil. 100 Meter? Ach, das ist der komische Shop hier, Alter. Mit der Kabeltrommel hinten drauf. Ist der geil. Oh, jetzt ist... Nee, immer noch da. Na? Hallo, na? Oh, also hinter uns sind wieder Autos gespawnt, gut. Boah, zum Glück nicht in unseren drin, oder? Ist wohl wahr, ja. So. Ich hab einen Vorschlag zu machen. Sie sind ja nicht mehr so langsam. Oha. Oh. Wird ja ganz vergessen, als wir jetzt hier rumgehen. Dass sie schneller sind? Ja, die sind ja schneller jetzt, ja. Wir gucken mal, wie lange wir mit Kopf-Ausschalt-Methode hier weiterkommen. Nee, also Schuhregal wird doch abhüten, da jetzt auch Müll los zu. Und vielleicht irgendwie Bücherraum, ja, perfekt. Nee,
ein Nähbuch. Nadel- und Fadenbuch. Hallo. Oh. Ja, ist schon cool. Der geht so ein bisschen, aber Joggen würde ich es nicht nennen. Das ist eher Nordic Walking. So gehen. So geher, ne? Ja, genau. Also es gibt ja wirklich keinen schlimmeren Sport als gehen. Ja, gut, aber wenn du... Die laufen, Mann. Wenn du... das ist ja nicht, weil... Da einfach eine leichte Bewegung. Das ist ja praktisch wie Wassergymnastik oder sowas. Was einfach die Gelenke nicht so belastet. Ja, alles gut. Aber es sieht halt schwierig aus. Das stimmt. Es sieht aus wie so, als hättest du kurz eine Hose machen. Oh, hinter dir? Und willst keinen Abseilen unterwegs, weißt du, wenn du läufst. So sieht das manchmal aus. So, kann ich zusammengeknippen. Genau, genau, so sieht das aus. Oh, oh, Toilette, Toilette, Toilette. Ich glaube, hier sind die Supplies für dich. Das kann von dem. Was? Was? Im Boden. Ja, ja. Falsche Richtung geguckt. Ja, Klamotten looten macht halt einfach keinen Spaß. Wir müssen doch noch eine große Tresorkiste sein. Hier. Oha, jetzt wird's aber doch rotzig. Brenn ich noch? Oh Mann. Klingt gut. Ich knack die Kiste. Ich meine, du hast jetzt ein Stromkabel im Gesicht. Oh, das hat nicht funktioniert. Ja, was ist mit meinem Kabel? Jetzt hör doch mal auf. Ja gut, wenn der Akkuschrauber nicht mehr hält in der Apokalypse, muss er ein Kabel ziehen. Bis zur Militärkiste. Hör doch mal auf. Oh. Oh. Ein 5er Military Helm. Oh. Das ist eine nice Nummer und ein 1er. Oh. Der hat 15 plus. SWAT-Helmet ist es. Oh, das ist ein SWAT-Helm. Guck dir den mal an. Hier. Und? Ja, geil. Das sieht auf jeden Fall geil aus, ja. Willst du einen haben? Nee, kannst du. Also, 5er. Ich hab. Obwohl, wenn ich Military-Helm habe, ich ja. Ich hab einen 4er Military-Helm. Okay, dann passt's. Ja, dann, nehme ich meinen erstmal auseinander. Oh ja, das gibt hier wieder Plastik. Nice. Wieso habe ich keine Helmet-Light-Mod? Verdammt, jetzt weiß ich wieder, warum Alter. Ich vorhin im Alter. Inventar. Was ist denn nun? Ich hätte fast das Ding gescrappt. Denk, wo ist denn hin? Und sehe nur noch so dü, 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 und dachte, nein. Oh, was ein, ey. Mann, so spät dürfen wir nicht aufnehmen. Das ist keine gute Nummer. So, aber was wären die Folgen ohne die verrafften Special Moves? Von dir? Oder würdest du mich da jetzt mit zuziehen? Wenn du möchtest, zähle ich dich dazu. Vielleicht möchte ich das nicht. Panzer, lass es. Pansen? Also hier auf dem Dach, das finde ich, hier müssen Gegner hin. Nach für meinen Geschmack. Also wenn hier hinten so dieser finale Rucksack ja liegt. Gut, die sind ja jetzt gerade runtergesprungen, Alter. Also so, du meinst, die sind alle in den Laden runter? Ja. Okay. Wir haben uns ja gerade. Wollten uns ja gerade. Fräsen. Draußen ist auf jeden Fall noch zwei Zombies da. Yo. Geh nicht so weit weg. Ja, ich gehe außen rum. Was ist denn hier der nächste Zugang? Hier drüben. Hier ist noch einer drin. Oha. Ja gut, bis ich das Ding hier aufgeschlagen habe, hast du das Ding geklärt. Ja, schon geklärt. Was sollen die Zombies auch sonst machen? Sag mal, du schießt doch auf. Du schießt doch keine Zombies. Alles klar, nee. Haben wir das auch geklärt? Nee, das klingt nur so. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Warte mal, ist das alle Plastik vielleicht so? Ja. Dann lass uns die, ach, lass uns direkt die nächste machen. Die nächste ist 343 oder hier 230 von hier. Die, die 330. Figuren. Die gehen Plastik noch. Jo, okay. Ja. Dann halte ich da nochmal rein. Jo, 4 Stück immerhin.
Mitgehen. Das ist gut. Und wenn du auf so ein volles Regal schlägst, dann kriegst du auch mit, so 10 Stoff oder so. Das ist gut. Ja, die Schaufensterfiguren sind schon echt optimal. Also die geben ordentlich. Optimal. Ja, aber Stoff brauchen wir ja nicht wirklich. Ist ja Quatsch. Ah, naja, Quatsch. Für? Quatsch ist gewohnt. So Stoff brauchen wir für Duct Tape. Ne? Aber haben wir da nicht genügend, wenn wir die Klamotten, die wir finden, scrappen? Ja, klar. Ansonsten kannst du ja so einen Klamottenladen auseinandernehmen. Ja, die nächste, oder? Selbstverständlich. Komm, schauen wir noch zum Abschluss der Folge. Ja. Okay, ich lasse es. Wie krass sehe ich denn aus? Was hab ich denn für ein Tuch an? Ach, da guckt der Bart durch. Alter, hast du mal geguckt, wie ich aussehe? Ja, jetzt mir ich sehe original aus wie die Hollywood. Halloween-Schreck. Welche meinst du denn jetzt? 194 Meter wahrscheinlich. Halloween-Schreck? Ja, so. So ein Crowface, keine Ahnung, sah eben in Verbindung mit dieser Schweißerbrille und dem Bandana und dem SWAT-Helm. Ah, die Schule. Die war gerade, das sind die wir schon lootet haben. Das haben wir, da waren wir gerade drin. Schön, ich hier vorgeparkt habe, Alter. Da waren wir gerade drin wegen, Ist die das, ne? Ja. Ja. Oh, der Hase. Was müssen wir machen? Clear the area. Oh, das... Tut mir leid. Oh, hier gibt's ordentlich. Da muss ich nachher nochmal den Axt schwingen. Wir machen erstmal Clear the Area und dann. Ach, hier waren hier die. Achtung, ne? Ja, ich bin nicht. Wir sind die, die Renner. Ja. Du hast immer noch dein Kabel dabei. Hast du noch nachgeatmet, oder? Der Lacher kam noch so rausgedrückt. Brauchen wir wieder Plastik? Immer, immer. Also würde ich jetzt sagen, dass wir doch Plastik schon darauf achten, dass wir das mitnehmen. Na, das ist ja. Oder nicht mal wegschmeißen, machen wir mal so. Muss ja jetzt nicht exzessiv danach suchen, aber. Nein, wenn, dann würde ich die Stühle und den Kram zerschlagen, das meine ich damit. Ja, ja, klar, also das auf jeden Fall. Mit dem Kabel, jetzt weiß ich immer, wo du bist. Sieht man das jetzt auch durch die. Das ging so durch quer die Decke, durch die Decke gerade, ja. War so eine Nabelschnur. Oh, das waren jetzt 3, 4 Schuss. Okay. Ich gehe fest davon aus, dass er nach dem. Ah, hier. Bibliothek, nice. Clear.area. Oh, nice. Noch was? Nee, ne? Aber es wird nichts mehr angezeigt, ne? Ja, es kommt erst, wenn wir zu weit sind, sozusagen. Also wenn wir quasi durch sind und aber noch welche übrig sind. Das ist immer lockt. Hier ist Schrott. Hier sind wir runter, hier waren offen. Geil. Monitor! Und, oh, niemals einen Kochtopf auf dem Tisch. War eine Bombe? Nee, ich hab. War es keiner, aber ich hab's immer lieber entschärft. Auch Seven Days to Die hat so seine Lektionen parat. Ja, ja. Immer. Das lohnt sich alles irgendwie nicht. Hier ist noch ein Kochtopf. Weißt du, der auf den dann schlagen. Nee, ich mach's nicht. Obwohl, ich will's wissen. Okay, hat er Glück gehabt, der Kochtopf. Ja, du, gibt's hier einen Keller? Oder gibt's ein Dach? Auf dem Dach bin ich und dann geht's runter irgendwie in die zweite Etage. Ah, ich hab was gehört. Yo. Da kommt einer runter zu dir, ja? Yo. Das hat sich gut angehört. Da ist noch einer. Wo bist du? Ah, da bist du. Bin's wieder in der Etage. Ja, schick sie mir. Bring it on. Einer kommt. Du schießt aber nicht. Geregelt.
Nice. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Kabel herunter. Also Hagedage. Naja, Hagedage. Rapante. Der Hage? Oha, 5 Health habe ich gerade noch. Oha. Guck mal meine Richtung, da kann ich nicht unterstützen, weil ich zu dumm bin, mit diesen Woodframes hier hochzukommen. Einfach nicht drauf geachtet. Übrigens, ja, sprechen Sie jetzt? Medikits nehmen gibt richtig XP. Wusste ich nicht. Dass du kein Missbrauch mit Drogen gehen sollst, ist das die Erfahrung, die du damit machst. Das ist die Erfahrung. Hast du gerade das einfach weggeschossen? Oder? Nee. Also, never ever. Craft basic resources like all mine into compact stacks. Oh. Oh. Ich kann jetzt beim Minen Sachen sozusagen komprimieren. Hä? Ja, ich kann aus. Ich weiß nicht, ich kann so eine, wahrscheinlich so eine 10.000er. Ore Iron, was ist das? Genau. Du meinst so ein 6000 Deck Pack. Of Iron mit 6000 Dings. Used to open. Ja, muss ich den an. Kann man denn auspacken? Verstehst du? Ich dachte, das wären immer so Mod-Geschichten, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch alles in Vanilla. Oh ja, jetzt wird's nochmal spannend hier. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wer will natürlich, wer hat nochmal eine neue Runde? Das ist gut, dass die joggen. Das finde ich gut. Ja, macht's ein bisschen interessanter, wobei ich jetzt im Moment eher im Plastiksammeln bin. Aber ist immer noch Clear Area, ne? Ja, ich bin noch nicht hier mal nicht durch, noch nicht, ne. Mini-Raum. Ich erinnere mich dran, dass wir zu Hause sind, dass ich da eine Helm-Mod. Hier geht's raus. Oh! Man muss mal in die Schränke gucken, gibt's Bücher drin. In den Lockern von den Umkleidekabinen. Echt? In den Lockern können auch Bücher sein? Jo, habe ich eben einmal ein Buch gefunden, gut zu wissen. Aha, Abbruch, Abbruch. Wie sieht's aus mit dir, mit dem Military-Hemd hätte ich dir anzubieten? Ein Hemd? BDU-Top, ja. Weiß nicht, der ist. Eins schlechter als meins, aber cool. Oh ja, ich nehm's auf jeden Fall, BDU-Top, weil ich habe nur so ein. Ich sehe die Zombies auf der Karte, 43 Meter von hier aus. Die sind hier drüben irgendwo. Ja, bei mir hier. Meine Höhe, meine ich. Ah, da muss ich eigentlich auch noch rennen, hier in die Leiche reinflattern. Ah, das ist die Sporthalle. Ah, das Ding. Und warte mal bitte auf mich. Ja, ich warte. Und du machst es schon wieder alleine, ne? Nö, ich mach den nur von außen auf. Oh, Acid gibt's aus diesen kleinen Verbandsdingern, die an der Wand hängen. Ah, sehr gut. So, ich wär jetzt soweit. Ja, gib mir eine Sekunde noch. Kann ja kurz mal reinschnuppern. Nein, dann laufen die ja gleich los. Ja, da ist er doch. Hier war doch eine, muss doch eine Tür sein. Hier ist eine Tür. Hier ist doch keine Tür. Verdammt. Hat er? Ich hab mich durch die Wand geschlagen. Die Wand hat zu 1-2 und die Tür hat. No. Ich mach das gleich mal. Wir sind bei 33 Minuten. Ich würde sagen, was in der Halle passiert, seht ihr alles in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen sind Träumchen. Die Zweifel nach 3 auch demnächst dabei. Bis dahin. Wow. Tschüss.